Es ist eher so, dass dieser Besuch Russland dienen soll. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas wird am heutigen Dienstag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Kann der Kreml so Einfluss auf den Krieg zwischen der Hamas und Israel nehmen? Focus Online Außenpolitik-Experte Thomas Jäger erklärt Putins Motivation. Abbas repräsentiert ja die Fatah. Das ist die Gegenpartei zur Hamas. Und Abbas Einfluss auf die Hamas kann als freundlich gesagt sehr gering angesehen werden. Das heißt, Russland wird auf diesem Weg keinen Einfluss nehmen können auf die Geschehnisse rund um Gaza, die in den nächsten Tagen und Wochen von Israel bestimmt werden. Da ist Abbas kein Ansprechpartner. Es ist eher so, dass dieser Besuch Russland dienen soll. Nämlich erstens, um zu zeigen, man ist generell in der internationalen Diplomatie präsent, denn bisher konnte man sich ja nun wirklich mit Staatschefs aus den umliegenden Staaten treffen. Mehr geht momentan ja nicht angesichts der eingeschränkten des eingeschränkten Reiseradius von Putin. Und auf der anderen Seite will man zeigen, dass man in dem arabischen Raum präsent ist, dass man dort Gesprächspartner hat. Aber eine Auswirkung auf die Entwicklung, die wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen werden, wird dieser Besuch nicht haben.